Hallo und guten Morgen, mein Name ist Doc Stendroth und das hier ist Docs Create the Ghost Train. Und zwar der Server, auf dem ihr mitbauen könnt an der coolen Geisterbahn, die hoffentlich rechtzeitig zu Halloween fertig sein wird. Jawohl, hier ist sie, der Schlangenturm-Ausgang, hier ist S, nee, R. Der Ausgang da, wo wir beim letzten Mal rausgekommen sind. Und ja, es ist ein Weilchen her. Ich brauchte eine kleine Pause, aber das Projekt ist nicht tot. Ich habe hier inzwischen weitergebaut. Ich habe halt nur keine Videos gemacht. Das hole ich jetzt nach. Ich hoffe, ihr baut eure Sachen fertig. Dann zeige ich auch mehr von euren Sachen. Aber heute zeige ich euch, wie es hier nach dem Schlangenmaul weitergeht. Das Ganze nach dem Intro und da verrate ich auch, wie ihr mitbauen könnt. Los geht's! Willkommen bei unserem Community-Projekt Docs Create Ghost Train. Hier bauen wir gemeinsam eine Geisterbahn. Um mitzubauen, brauchst du am besten den Modloader Modrins. Dort lädst du das Modpack Docs Create Ghost Train herunter. Modrins und das Modpack habe ich in der Videobeschreibung verlinkt. Der Server ist bereits im Mehrspieler hinterlegt. Nach der Anmeldung für die Whitelist auf meinem Discord, Link in der Beschreibung, kannst du den Server betreten. Ist dein Plot fertig? Stell ein Schild mit deinem Minecraft-Namen und fertig auf. Dann stelle ich gerne deinen Plot in einem Video vor. Am Ende baue ich aus allen Plots eine große Geisterbahn. Und los geht die wilde Fahrt. Und da müssen wir natürlich die Ich-Perspektive nehmen, damit es richtig geil ist. Wie wir da in die Lavagrube reinrasen und... ein T-Rex! Nein, der ist aus dem Weg gesprungen. Jetzt müssen wir mal die Geschwindigkeit runterregeln. Dann noch mehr Saurier. Tu mir nix. Was ist denn hier für eine Höhle? Oh, noch mehr Viecher. Hier unten leben die. Oh, die Geräusche. Ein riesiges Vieh. Frisst mich nicht. Was ist denn das hier? Das sieht doch uralt aus hier. Wird hier Bergbau betrieben? Oh oh, das TNT brennt. Hier ist kein Boden. So, und hier endet die Passage. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, wie ihr die Passage findet, ob sie gelungen ist, ob sie gut aussieht, ob sie auch geisterbahnwürdig ist, ob man sich ein bisschen gruseln kann oder zumindest so ein paar Gruseltropes hier bedient werden. Ich hoffe ja. Und wie es da weitergeht, das erfahrt ihr ein anderes Mal. Wir fliegen jetzt einfach mal zurück und gucken uns an, was ich da so gezaubert habe. Können wir uns nochmal im Detail angucken. So, also die Rückwärtslage hier von hier unten sieht man, da ist hier alles unten rausgebaut aus dem Tunnel. Den Tunnel habe ich übrigens mit Befehlen gebaut und sozusagen, dass man um sich drumherum immer so ein Stück Tunnel baut und bin dann später mit dem, wie heißt das Werkzeug, dem, wo ist er denn? Nicht dem Extendergriff. Da, dem Geländeformer, so heißt er natürlich, drüber gegangen, um hier ein bisschen besser die Texturen und die Form noch mal ein bisschen gruseliger zu machen. Dann haben wir hier den Bereich mit dem TNT. Dieses Feuer, das ist so ein dauerbrennendes Feuer aus einer der Mods hier. Und die brennen hier natürlich nicht das TNT ab. Das ist auch alles kein echtes TNT, sondern das sind Copycat-Blöcke hier, Geisterblöcke. Und denen habe ich dann halt eine TNT-Textur verpasst, damit das auch möglichst realistisch aussieht, ohne wirklich gefährlich zu sein. Das Ganze habe ich hier verbunden mit einem Zug. Signal, jemand im Zug beobachtet, der beobachtet diese Stelle hier, schickt das hier nach oben und bin im Stein eingefangen. Und der schickt das hier an diese Teile, die machen hier die Explosionen und die Explosionsgeräusche. Psst.
und natürlich die Animation, die Partikel. Und genau. Und ich finde das eigentlich ziemlich cool, wenn man denkt, oh nein, ich fliege jetzt in die Luft. Und dabei ist das gar kein echtes TNT. So, hier kommen wir zu einem kleinen Meisterstück. Hier, diese Blöcke sind Geisterblöcke, auch mit dem Copycat-Geisterblock gemacht. Und hier hinter ist so ein Drachenkopf. Und der schiebt sich dann nach vorne, wenn er hier ein Signal kriegt. Wir können ihn mal manuell triggern. Ich gucke mal, dass ich hier einen Schalter, einen Hebel finde. Und dann können wir uns ihn nochmal angucken. Die Mechanik ist eine ziemlich einfache. Das ist einfach nur ein, eine Gangschaltung, die in die eine oder in die andere Richtung dreht. Also standardmäßig nach links, der Kopf wird eingezogen. Und wenn er das Zugsignal hier über diesen Redstone-Link, diese Redstone-Verbindung bekommt, wenn er dieses Zugsignal bekommt, dann fährt er sich halt aus. Und das für eine Dauer von 16 Sekunden, dann schaltet er wieder zurück. Okay, wir wollten es manuell einmal machen. Und einmal so fährt er dann raus. Und da ist der gute Junge. Ich habe hier versucht, ein paar Modblöcke einzubauen. Vor allen Dingen besonders geil finde ich diese Lampe, die ein Auge ist oder dies Auge ist. Und hier ist einiges auch mit Copycat-Blöcken gelöst hier, wie diese Formen hier, damit man noch ein bisschen feinere Textur bekommt. Genau, ziemlich, ziemlich cool. Und ein weiterer Klick und das Ganze wird wieder eingefahren. Wir lassen ihn mal da, damit man ein bisschen spielen kann. Genau, wird hier an dieser Stelle irgendwo aktiviert. Na, wo ist er? Hier wird er aktiviert. Und wird nach oben geschickt. Ups, was haben wir denn hier? Ach da, nach da, weil sonst die Entfernung zu groß ist. Und hier passiert eigentlich nicht mehr viel Technisches. Hier habe ich von der NPC, oder habe ich die gespawnt? Ich glaube, ich habe die gespawnt, ne, die Viecher. Ja, richtig, ich habe die extra hier gespawnt, die Viecher. Wie heißt der denn hier? Oder bist du ein NPC? Oh, aua. Ich glaube, er hat mich gebissen. So, weiter geht's schnell. Hier habe ich ein bisschen Mühe gehabt, dieses Wesen hier in die Wand einzubauen. Da musste ich ein bisschen rumtricksen. Aber dieser Hals, der da so rausragt, der ist auch eigentlich ziemlich cool. Und was macht er hier eigentlich? Ach so, ich glaube, er triggert hier den Befehl, den T-Rex wieder zurückzusetzen. Oder Indominus Rex ist das eigentlich. Und zwar, also das habe ich nur, der Faden ist nur dazu da, dass es nicht tiefer wächst hier. Genau, und zwar ist das hier von der NPC-Mod. Habe ich den zum Sausier gemacht hier und habe dem halt Aktionen mitgegeben für die Entfernung. Ne, wenn ich mich näher, dann springt er ins Bild, also springt er in die Fahrt, auf die Schiene. Und wenn ich kurz bevor ich da bin, entfernt er sich wieder und lässt mich wieder durch. So hat er selber Schiss. Genau, hier die Lava habe ich hier mit Schildern gelöst, und so dass man hier gut durchkommt. Und dann ja, kommt man hier durch die Lava durch. Ich hoffe, dass man, würde man im Überlebensmodus wahrscheinlich Schaden kriegen. Ne? Falls das so ist, nicht im Überlebensmodus spielen. Das funktioniert sonst nicht hier. Okay, und das ist der ganze Abschnitt. Ja, ich hoffe, dass euch das Teil gefällt. Macht mir Vorschläge, was wir sonst noch so bauen können. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal Create Ghost Train wieder und macht mit beim Ghost Train Geisterbahn bauen. Bis bald. Ciao. Ach ja, und tut nichts, was ich nicht auch tun würde.